Manchen Sachen, die man erfährt, da möchte man einfach nur vor Verzweiflung gegen eine Wand laufen. Es gibt immer wieder massive Angriffe auf unsere Rettungssanitäter in Deutschland. Der letzte Angriff auf Rettungskräfte in Berlin ist gerade mal 48 Stunden her. Der Fall war eigentlich ganz einfach. Ein 13-jähriges Mädchen braucht dringend medizinische Hilfe. Aber als die Sanitäter in der Wohnung ankommen, werden sie von einer jungen Frau bepöbelt und mit einem Messer bedroht. Und das ist nur ein Fall von zunehmender Aggressivität. Allein in Nordrhein-Westfalen haben über 90% der Rettungssanitäter schon Gewalt bei Einsätzen erfahren müssen. Damit das nicht so bleibt und damit sie sich erwehren können, rüsten Rettungskräfte auf. Gott, ich will nach Hause, ey! Mann! Gottdammit, ey! Was ist das für eine Kacke hier? Das ist nicht los! Hör auf, ey! Was soll das? Ein hochaggressiver Patient im Rettungswagen. Wie sollen die Sanitäter auf dessen Pöbeleien reagieren? Und was, wenn die Situation weiter eskaliert und der Mann gewalttätig wird? Dieser Einsatz hier ist nicht echt. Der Patient ist Schauspieler. Die Übung soll Auszubildende so früh wie möglich auf solche Ausraster vorbereiten. Olaf Weichert ist selbst Notarzt und kennt solche Probleme. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist Erfahrung. Man bekommt mit der Zeit ein gutes Gespür dafür, welches Klima vor Ort an der Einsatzstelle herrscht. Und da ist es gerade bei jungen Kollegen, unerfahrenen, vielleicht frisch aus der Ausbildung kommenden Kollegen, natürlich gefährlich, weil die einige Situationen noch nicht erlebt haben, möglicherweise nicht richtig einschätzen und sich selber eine Gefährdungslage bringen. Übergriffe auf Rettungskräfte. Immer öfter, immer gedankenloser, immer aggressiver. Berlin vergangenen November. Der 18 Monate alte Leonard bricht zusammen. Herzkammerflimmern, Lebensgefahr, jede Sekunde zählt. Aber während die Notärzte um sein Leben kämpfen, rastet ein Autofahrer unten auf der Straße völlig aus. Der Kollege benötigte Geräte aus dem Rettungswagen. Der Rettungswagen stand auf der Fahrbahn und ein parkender Pkw konnte nun nicht weiterfahren. Der Besitzer dieses parkenden Pkws fühlte sich da eingeengt, beschimpfte unseren Kollegen. Der Randalierer, ein junger Mann, er pöbelt, er schreit und behindert die Helfer immer wieder, zeigt keinerlei Mitleid. Schlimmer noch, er brüllt den Rettungskräften diesen Satz um die Ohren. Mir egal, wer hier gerade reanimiert wird, ich muss zur Arbeit. Heute geht es Leonard wieder gut, dank dem schnellen Einsatz seiner Retter. Beispiel Hamburg. Ein Notarztwagen des Deutschen Roten Kreuzes verliert in voller Fahrt zwei Räder. Die Radmuttern wurden mutwillig gelöst. Die Räder fliegen in den Gegenverkehr. Wie durch ein Wunder bleiben die Retter dennoch unverletzt. Man stellt sich vor, das Ganze wäre bei höherer Geschwindigkeit passiert, auf der Autobahn, ein Rad in Gegenverkehr oder mitten in der Innenstadt an der Bushaltestelle und das Rad fliegt dort rein. Das hätte Verletzte und Tote geben können. Ein gezielter Anschlag. Insgesamt nehmen hier Gewalttaten gegen Feuerwehrleute pro Jahr um 25% zu. Gestern Abend hatten wir wieder einen Notfall, wo ein Patient, warum auch immer, direkt einen Rettungsassistenten geschlagen hat, der überhaupt keine Chance hatte, sich in dem Moment zu wehren oder zu deeskalieren. Der hat den Schlag abbekommen. Feuerwehrmann Timo Sievert hat das mehrfach am eigenen Leib erlebt. Das Leben im Blaulichtmilieu, wie er seinen Job gerne bezeichnet, es ist gefährlicher geworden. Wir werden natürlich auch immer mehr Opfer, sag ich mal, von gewalttätigen Übergriffen. Das kann Bespucken sein, Bepöbeln, aber auch körperliche Gewalt. Also ich selbst habe es auch schon ein paar Mal erleben müssen, leider. Es ist immer glimpflich ausgegangen, aber das hat sich wirklich schon dahingehend zum Negativen geändert. Beispiel Essen. Ein Unbekannter schlitzt den Reifen eines Notarztwagens auf. So werden mehrere Fahrzeuge blockiert und Menschenleben gefährdet. Macht einen total fassungslos. Es ist einfach ein Unverständnis, eine gewisse Wut, die sich da breit macht, dass man es einfach nicht verstehen kann. Eigentlich ist man da, um zu helfen. Und wenn wir zu Einsatzstellen kommen, haben wir dort nichts verbrochen. Wir wollen eigentlich nur helfen. 9 von 10 Sanitäter in Nordrhein-Westfalen sind 2017 Opfer von körperlicher oder verbaler Gewalt geworden. Mögliche Folge: Ein Patient könnte dann eben nicht behandelt werden. Letztendlich sind wir darauf angewiesen, dass der Patient ein gewisses Maß an Kooperation uns entgegenbringt. Im Zweifel ist der Eigenschutz das entscheidende Mittel. Und zur Not muss man sich zurückziehen, bis weitere Einsatzkräfte vor Ort sind. Das Deeskalationstraining mit Schauspielern, als hätten die Retter nichts Besseres zu tun. Solche Übungen aber gehören ab jetzt zu ihrem Beruf, damit sie beim Retten nicht selbst zum Opfer werden.